Moin Leute, was geht? Wir sind hier gerade in Bochum und wollen ein bisschen was anderes machen, als ihr das sonst mal von uns kennt. Wir halten ein paar Interviews mit den Leuten. Ich würde sagen, wir nehmen euch mit und schauen, wie es wird. Falls euch das Video gefällt, lasst doch gerne ein Like da, abonniert den Kanal und schreibt in die Kommentare, was ist euch wichtig? Habt ihr noch andere Fragen? Was soll man machen? Wir sind für alles offen, Leute. Haut rein. Bis gleich. Vielleicht kannst du dich gerne mal vorstellen. Lilia, bin 22. Mein Name ist Nuri und ich komme aus Gelsenkirchen. Also ich bin der Melich, ich bin 22, ich komme aus Recklinghausen und wir gehen hier ein bisschen spazieren. Immer Bochum, Bermuda-Dreieck, Wochenende. Ja, geil, ich, ja? Genau. Geil. Ich bin Melissa, 22. Ja. Kommst du her? Du aus Bochum? Ja, aus Bochum. Okay. Und du? Ich bin Emanuel, 21. Ja. Emanuel Adebayor? Nein. Kennst du nicht, ne? Doch. Auch hier aus Bochum? Ja. Okay. Hallo, Ladies. Hi. Hi, ich bin Marina, ich bin 28 und ich komme aus Castrop-Rauxel. Hi, ich bin Sabrina, ich bin 29 und ich komme aus Dortmund. Die erste Frage wäre, ganz einfach, zu vergeben? Nein. Noch nicht. Mhm. Was vergeben? Ja. Also so richtig, richtig ernsthaft 2 Jahre und so halb ernsthaft 4 Monate. Was muss man sich jetzt darunter vorstellen? Ernsthaft und halb ernsthaft? Ja, richtig ernsthaft, eine richtige Beziehung. Okay, und das halb andere ernsthaft, war so... Es sollte eine Beziehung werden, hat nicht funktioniert. Hat nicht funktioniert, okay. Ich bin zurzeit, ich sag mal so ein glücklicher Single. Glücklicher Single? Ja, ja. Ich bin zufrieden, so gerade wie es ist. Warum aber glücklicher Single? Wie soll ich das verstehen? Weißt du selber. Also, wäre ich schon gerne also, alleine. Heutzutage ist es ein bisschen nervenraubend, wenn man mit einer Person ist. Natürlich ist es auch schön, wenn du verliebt bist, ne? Und es klappt, aber zurzeit. Ich lebe mein Single-Leben. Fliegender Vogel, ha? Du gehst nicht. Nein, ich bin kein fliegender Vogel. Ich bin ein schweigender Gentleman. Ah, okay. Ich bin auch Single. Auch Single. Doch. Glücklich oder nicht glücklich? Auch glücklich, ja. Glücklich. Ja. Ja, warum nicht? Ne? Und wie sieht es bei dir aus? Ich bin. Das lasse ich mir mal lieber weg. Wie lange seid ihr zusammen? 2 Jahre. 2 Jahre. Ungefähr. 22 und? 21. Ja. 21. Was macht ihr? Schule. Ihr sagt, ihr geht beide zur Schule. Ja. Zur gleichen Schule wahrscheinlich auch. Ja. Ne? Habt ihr euch auf der Schule kennengelernt? Ja. Okay. Bist du vergeben? Nein. Ich warte noch auf Mr. Right. Ich auch. Du wartest auch noch auf Mr. Right. Ich warte auch noch. Eine Frage, wenn du vergeben wärst oder, nee, anders gefragt, was ist für dich ein No-Go bei Männern? Ehrlich und offen antworten. Okay, also wenn ich das Alpha-Weibchen wäre, also ich brauche einen Mann, der richtig Mann ist, damit ich auch Frau sein kann. Genau. Ja, also er muss größer sein als ich. Er braucht okay. Aber wir reden hier von einem No-Go. Was ist ein No-Go? No-Go ist, wenn er halt weiblicher wäre als ich, also dieser feminine Typ. Ja, ja, ja. Also genau. Du willst schon einen Mann. Wenn ich das Gefühl habe, ich bin sportlicher, ich bin mehr Macherin. Du hast so mehr das Sagen. Genau. Auf jeden Fall, wenn er sexistische Einstellungen hat, meine eigenen Rechte irgendwie eingrenzt und meint, er würde es besser wissen, kann keine eigene Meinung von anderen Leuten akzeptieren. Wenn man halt einfach ja, die gleichen Rechte drehen kann und sich einen Freiraum geben kann. Das soll schon humanitär sein. Auf jeden Fall. Das ist schon ein ganz großer Kampf. Ja, einfach ein offener Mensch, mit dem man vor allen Dingen schöne Zeit verbringen kann, mit dem man reden kann. Was ich gar nicht mag, ist, wenn Frauen lügen, was sie oft tun. Also ich sehe Frauen arbeiten mit 2 Gehirnhälften. Wir Männer eher weniger, wir haben noch eine graue Zone. Und wenn man ein bisschen älter wird, dann merkt man halt, wie geschickt sie das machen. Deswegen habe ich auch keine Freundin, weil ich Frauen lesen kann. Weißt du, auch wenn sich das ein bisschen überheblich anhört. Und ich mag es nicht, wenn die unleier sind. Oder, weil egal, ob du einen Fehler machst oder nicht, die Frau muss deine, wie dein Bruder neben dir stehen. Weißt du, ich meine, dass die nicht irgendwie, ich mag keinen Verrat, weißt du, Geheimnisse für sich behalten und loyal sein. 0 auf 100 immer, weißt du? Oh, ganz ehrlich, Alter, wenn die Frauen das sehen, ne? Ganz ehrlich, ja. Die werden sich auf die stürzen, Bruder. Mach mal schnell dein Insta, Frau, warte, ich bin eigentlich nicht so jemand, der sein Insta so nach außen geht, aber auf Stell, Unterstrich, Nuri, Unterstrich, Jesi. Aber ich bin jemand, der irgendwie Fame tut oder sonst was, alles gut, ne? Zum Beispiel, es gefällt dir nicht, wenn eine Frau einen Ohrring trägt oder sonst irgendetwas. Nein, also ich finde Piercings nicht so schön, aber wenn sie halt. Ist jetzt nicht nur fixiert auf Piercings, sondern generell, so für dich. Ja, ja, aber ich mag Piercings nicht so. Das wäre für dich ein No-Go? Sie hatte Piercing und hat das dann halt nicht mehr. Ich hatte Nasenpiercing, ja. Okay. Aber cool. Du hast das mit dem Weg gemacht. Das ist doch Liebe. Ja, ernsthaft? Naja, eigentlich hat sie es vergessen, aber also sie hat es dann... Verloren. Ja, das, so kann man es auch sehen. Wie sieht es bei dir aus? Was ist für dich ein No-Go bei einem Mann, den du jetzt kennenlernst oder selbst bei ihm jetzt? Der, ja, das feiern hat ist so eine Frage. Oder mit anderen Frauen Kontakt haben ist auch so ein bisschen... Als freundschaftlichen Kontakt, meinst du? Ja, ja. Also ist immer so ein bisschen kritisch. Allein wegen der Angst so, es könnte sein, dass aus dieser Freundschaft
Freundschaft doch noch was Ernsteres passiert oder Affären dann daraus entstehen. Ja. Also ich finde, ein No-Go bei Männern ist, wenn die einfach... Warum ist denn so angelehnt an... Eigentlich vielleicht mal alleine stehen. No-Go bei Männern. Lügen auf jeden Fall, fremdgehen. Und was ich auch so No-Go finde, ist, wenn Männer einfach genau sind als ich. Was? Jünger? Dünner. Okay, also ich mag einfach keine Männer, die so mega dürr sind. Also Männer müssen halt schon... Wie soll denn dein Mann aussehen? So auch, was für einen Style soll er haben? Street-Style. Die Frage haben wir jetzt noch niemanden gefragt. Na, jetzt sagen wir mal, stehst du so eher auf braune Typen, auf helle Typen, blonde Typen? Der Vibe muss passen. Schon passen. Ne? Der Vibe, also ich sag mal so, ich leg mich da nicht irgendwie fest, irgendwie äußerlich oder so. Wenn der Vibe passt, dann passt der Vibe. Aber cooler Style. Ja, ich muss einfach dieses Feeling bei ihm haben. Das gewisse Etwas. Das gewisse Etwas. Also du siehst das jetzt genauso. Ja, schon. Ja, doch, es ist so. Es ist halt. Er muss schon was mit sich bringen. Er muss halt einfach das gewisse Etwas haben. Er muss irgendwas haben, was mich catcht. In Bezug auf Fremdgehen, wie würdest du da reagieren? Richtig schlimm. Also finde ich gar nicht gut. Bevor man merkt, dass man auf jemand anderen steht oder bevor man merkt, dass man irgendwie, ja oder wenn man merkt, dass man an der Person nicht mehr so ein Interesse hat, dann sollte man das direkt sagen und dann darüber reden. Und dann sagt die andere Person vielleicht auch, ja okay, oder klar, ich habe auch das Gefühl, dass es nicht mehr so gut funktioniert oder ja gut, dann irgendwie, man muss auf jeden Fall drüber reden, weil wenn jemand einfach fremd geht und dann das ein paar Monate danach sagt, und dann ist man völlig am Boden zerstört und verletzt, ist ja scheiße. Und wenn die Person, bevor sie das macht, das einfach drüber nachdenkt, das schon sagt, dann merkt man vielleicht, okay, wir beide denken uns sogar, dass wir vielleicht finden, dass die Beziehung irgendwie verschwinden braucht oder nicht mehr funktioniert, kann ja sein. Ein kleines Mädchen macht sowas nicht. Eine Frau ist eine Frau, das ist eine Lady, die macht sowas nicht. Aber früher war ich so ein bisschen so der Aggressive, der psychisch Kranke, Gestörte, so der direkt alles abreißen würde. Wenn die meinen Wert nicht kennt und den nicht schätzt, einfach ich weg. Sie einfach weg. Die einfach. Nächste. Die Situation kenne ich einfach. Ist mir schon mal passiert. Du nicht? Nein. Aber was würdest du machen? Also was könntest du dir vorstellen zu machen? So oh, der wird richtig Ärger kriegen. Also wenn ich ihn liebe, wird er richtig Ärger kriegen. Also Ärger, was? Du willst ihn schlagen oder du willst ihm sagen, ey, du hast jetzt Scheiße? Standpauke? Das bringt ja nichts. Ich war ja noch in der Situation, ich weiß es nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen... Ja, okay, du warst schon mal in der Situation. Wie hast du reagiert? Ich bin schon ausgerastet, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das bringt eigentlich nichts, weil die Person hat es eigentlich verleugnet, dass es so war, aber ich wusste, dass es so war und ich habe einfach drüber hinweggesehen, weil ich sie so gesehen habe. Du bist trotzdem mit dem... Ach so, du bist trotzdem mit dem zusammen. Ja, die Liebe war da ein bisschen stärker. Wenn mir jemand fremd gehen würde, ich könnte nicht mehr gehen. Ich sag dir jetzt, wie es ist, weil wer es einmal macht, macht es wieder. Und ich könnte nicht verzeihen, ganz ehrlich. Weil wenn er mich lieben würde, wird er mir nicht fremd gehen. Ja, ich hab's verziehen. Wie würdet ihr beide reagieren, wenn der eine oder andere fremd geht? Oder beziehungsweise, was ist für euch Fremdgehen? Wie weit kann jemand gehen, bis es dann zu einem Punkt angelangt, es ist Fremdgehen? Also bei mir ist Fremdgehen, glaube ich, schon, wenn wir so zum Beispiel, ich weiß nicht, wenn wir so feiern sind zusammen und ich dann so. Achso, ihr geht zusammen feiern? Nein, tun wir nicht. Wenn wir feiern, geht zusammen. Okay. Falls wir feiern. Falls ihr mal zusammen geht. Und ich sie dann so sehe, so mit einem anderen Typ so am Schnuckern, du weißt was. Wie, nee, weiß ich nicht. Ja, wir trinken zusammen und der macht so und so. Also, auch wenn das nur ein Freund wäre? Ja. Auch wenn du weißt, dass nicht nur ein Freund, sondern einfach so ein Fremder war. Okay, das wird, glaube ich, dann jeder als Fremd gehen sehen. Naja, geht. Es gibt ja auch Leute, die sind da offen und sagen, ja, red mit meiner Freundin, mach mit ihr, so, weißt du? Ja, der hat schon recht. Das stimmt wirklich. Ich glaube, wenn er mit einem Mädchen schreibt, aber halt auch wirklich sehr intim, und halt wirklich klassisch Sex, würde ich sagen, ist natürlich auch schon fremdgehen. Das ist so ähnlich wie bei ihm so, genauso, aber der größte Verlust wird schon darin sein, dass sie mich verliert. So, verstehst du dich rein? So muss man denken, ja. Ich würde auch gar nicht über so Rache oder so nachdenken, überhaupt nicht. Und größte Rache ist Erfolg. Größte Rache ist Erfolg. Wenn nachher das, was sie von dir erwartet hat, sieht, dass du das hast und du nicht Teil davon hast, dann weißt du einfach bereuen. Ja. Würdest du deinem Freund alleine erlauben, in den Urlaub zu fliegen? Natürlich. Ja? Ja klar, ich will doch auch alleine Urlaub machen. Auch vielleicht. Wenn es schon mal so Andeutungen gegeben hat, dass der möglicherweise mal irgendwie fremd, auch wenn er nicht fremd gegangen ist, aber es könnte sein, dass er irgendwann mal fremd gehen würde, so, dass es schon mal dieses Zeichen gegeben hat. Weil wenn oder er alleine im Urlaub ist, das ist ja immer noch was anderes. So, der ist komplett alleine, vielleicht verliert er da auch die Hemmung oder so. Aber dann ist es ja ein Mensch, dem man nicht so vertrauen kann. Ne? Ich finde, in der Beziehung sollte man sich ja vertrauen und dann würde ich der Person so vertrauen, dass die alleine Urlaub geht. Ja, deswegen, also ich kann er genauso und was er kann ich genauso. Das ist ja
dann gleich. Es gibt da halt genug Leute, die da komplett andere Ansicht sind. Ja, auf jeden Fall. Ich bin halt selbst ein sehr freiheitlicher Mensch. Und wenn ich mit meinen Mädels mal weg möchte, dann würde ich das mit meinem Freund natürlich gönnen. Ja. Wenn er mit der Fußballmannschaft wegfährt, etc. Also ich finde, ja, auch Party Vertrauen. So ganz normal. Ja. Also würdest aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, jeder Beziehung, zu jeder guten Beziehung gehört Vertrauen dazu. Und wenn du nicht vertraust, brauchst du keine Beziehung führen. Richtig. Und wenn ich meinem Freund alles verbiete, das ist keine Garantie für irgendwas. Ja, wenn er fremdgehen will, wird er fremdgehen. Du hast recht. Aber du weißt, es gibt Menschen, die sind halt ein bisschen eifersüchtig und dann denken die anders und sagen. Nö, kann er machen, ja. Ich meine ganz ehrlich, wenn er fremdgehen will, wird er fremdgehen. Weißt ob hier oder da, das stimmt. Ob hier oder da, also das macht den Markt nicht fertig. Ist aber nicht. Ich würde auch erst eine Beziehung geben, wenn ich das Gefühl habe, ich hab mein Highlight, mein Jackpot. Das ist der richtige. Ich muss dazu sagen, ich will das Beste auf dem Teller. Richtig. Ich will nicht auf fremden Teller im Restaurant. Ich auch. Und wenn ich das Beste auf dem Teller habe, dann ist mir der Rest doch eigentlich egal. Wir haben die besten Poeten hier gefunden sogar. Nee, warum soll sie allein in Urlaub? So, mit Freundin. Ehrliche Meinung. Also ich bin ehrlich, nein. Also wenn ich irgendwann verheiratet bin, ich habe Kinder mit ihr, ich kann gerne dann mit den Kindern irgendwie... Oder mit aber so als Freundin? Nee, auf gar keinen Fall. Also dann, weißt du, meine Frau, Mädchen würde sagen, Schatz, ich will, dass du dabei bist. Das ist dann eine Frau, weißt du? Aber du, diese Zeit heutzutage, du weißt doch, wie die Frauen sind. Ja, ich will mit Freundin, Das ist für mich keine ernste Beziehung. Eine ernste Beziehung. Allein, dass sie denkt so, ich will alleine, warum? Ich bin ehrlich zu dir, ich bin auch nicht der Typ, der eine Frau feiern lassen gehen würde. Der eine Frau feiern lässt, ne? Alleine oder generell? Also, warum soll die denn feiern, wenn die mich hat? Ja, kann die recht machen. Ja? Nein. Ist das jetzt nur deswegen so, weil sie da steht? Direkt unterschiedliche Meinung. Nein, also... Sagst du es jetzt nur, weil sie hier steht? Also ich glaube, sie wird halt mit ihrer Cousine wegfahren und da die auch einen Freund hat, glaube ich nicht, dass das so problematisch wäre. Wenn sie nicht mit ihrer Cousine fahren würde? Dann muss ich mir erstmal angucken. Mit wem, ne? Ja. Und ob das so Partyleute sind oder eher so Strand. Bei dir ist da also, ein komplettes... Nein, mit Familie wäre okay natürlich, aber ich glaube mit so Freunden, wo die dann auch so ein bisschen... Ne, da wo du weißt, die Freunde schon so ein bisschen... Man kennt die Jungs, ne? Man kennt die Jungs. Man kennt die schon. Aber er würde zum Beispiel sagen, mit Freundin, der ist okay. Aber ich habe gute Freundin. Also, das da weiß jetzt, ich... Das ist ein Diss-Track an dich. Ne? Ja, ja. Aber es stimmt ja auch, ihre Freundin sind lieb. Ja. Ja, gut. Okay. Ich bin dann eh der Beste für sie. Feier doch. Die sollen mit dir zu Hause feiern. Generell so. Ich bin auch nicht so derjenige. Ich habe auch so eine leichte konservative Art. Deswegen so dieses Mann-Frau-Verhältnis, weißt du. Ich gehe natürlich gerne mit ihr auch in eine Bar, wenn die was trinken will. Sie kann auch gerne, wenn sie die Erfahrung machen will, feiern zu gehen, kann sie mit mir gehen. Dann zeige ich ihr alles. Kennt ihr ein bisschen, aber das lacht nicht. Die ist nur wichtig, halt, dass sie dann nicht alleine geht. Weil warum soll die denn alleine gehen? Also, da steckt dann was dahinter. Warum? Also, warum? Unnötig, das hat nichts mit Vertrauen zu tun. Manche sagen, du bist eifersüchtig. Es gab Situationen, wo ich dann, zum Beispiel bei meiner Ex-Freundin, sie läuft neben mir und da gaffen sie drei Jungs an. So, ne? Ich habe die Jungs, bin nicht ganz nah rangegangen, habe die von A bis Z beleidigt. Ne? Ich habe nur darauf gewartet, dass sie zurückbleiben, dass ich was machen konnte. Ne? Im Nachhinein denke ich mal, warum? Ne? Wenn eine Frau Vorlagen gibt, weißt du, dann ist es eh nicht die richtige Frau. So sieht es aus. So, Bruder, und, die Jungs sind nicht schuld. So, die Frau ist schuld. Ja, jeder hat immer Schuld. Weil es ist immer Bruder, guck mal, ich kann nicht meine Perle hier auf der Straße werfen und sagen, keiner soll die aufheben. Eine Frau kann ja überall angemacht haben. Angemacht werden, im Café, auf der Arbeit läuft. Also, wenn die einkaufen fährt, kann die angemacht werden. Ne? Also, aber warum unnötig und gerade da, wo die jetzt am Trinken sind und so, und da sind die Hemmungen eh etwas gelöst. Ja, ja. Warum? Für was? Nachher fasst die einer an und dann bin ich derjenige, der dann durchdreht und dann auf die Leute unnötig drauf geht. Und dann für was? Ein Loss-Loss-Effekt, weißt du? Das ist kein Win-Win-Prinzip. Ja, deswegen. Muss nicht sein. Sehr gut. Deswegen. Nicht alleine Urlaub, sagt kein Fall. Also ihr wisst schon, warum ihr gut befreundet seid. Weil zwischen euch passt auf jeden Fall. Wie ist es denn bei euch? Wie ist es bei dir? Würdest du es lassen? Ich denke auch nicht. Ne? Also wenn ich ehrlich sein soll, nein. Guck mal, du bist Araber, ich bin auch Araber und das ist einfach auch irgendwo im Blut, beziehungsweise auch das unser Temperament, weißt du? Weil das ist ja unser Goldstück. Warum soll ich meinen? Weißt du einfach, gibst du jetzt auch deine, wenn du zum Beispiel eine Rolex trägst oder einen Diamanten, gibst du den jeden? Ja. Nein, du gibst den nicht jeden. Du lässt auch nicht jeden zu, dass er das anschaut. Deswegen, das gehört zu dir, das war's. Du sperrst ihn nicht ein, du lässt dir jede Freiheit, weißt du? Man soll auch eine Frau auch loslassen können, weißt du? Ja, und man sieht eh, wenn das eine gute Frau ist, die kennt ihre Prinzipien, die kennt die und Gesetze. Und die kennt dich. So sieht's aus. Und die Frau, die sich auf mich einlässt, die weiß, wie ich ticke. Und wenn eine Frau sagt, der übertreibt, dann tschüss, dann bleib ich Single. Was bist du? Der Mann weiß, was er will. Und glücklich ist er. Man muss auch darauf bestehen, wenn man hat Gesetze, weil der Mann ist derjenige, der führt, weißt du?
auch beim Tanz. Der Mann führt die Frau. Stark, stark. Romantiker, Romantiker. Mit euch. So. Ciao. Ciao, danke nochmal. Ciao, bitteschön. Danke auch für deine offene Redensart und alles, dass du auch so offen gewesen bist. Ne? Klar. Danke schön. Ciao. Passt auf euch auch. Dankeschön. Sehr danke. Dankeschön. Ciao. Haben wir noch viel Spaß. Ciao. Vielen Dank, Bros. Dankeschön. War mir eine Ehre.